Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir blicken hier gerade ein wenig auf den Hafen und gucken unserer Baureihe 203 beim Rangieren zu. Und darum soll es auch ein bisschen in dieser Folge gehen. Wir wollen nämlich mit dem Güterverkehr weitermachen. Sehr schön, oder? Sehr, sehr schön. Okay, so lassen wir das Spiel laufen. Und machen mal Folgendes. Also wir liefern ja Treibstoff hier mit diesen Schiffen. Bis nach Hesseneck, das ist hier vorne. Ja, die Schiffe kommen dann hier an. Mit dem LKW wird dann das Gut hier hochgebracht. Und ich dachte mir, hier vorne, Belch, braucht ja offensichtlich auch Treibstoff. Also könnten wir ja Folgendes machen. Sofern dieser Bahnhof hier angeschlossen ist, ja. Dass wir praktisch von hier aus mit dem Güterzug dann noch weiteren Treibstoff liefern. Und zwar hier runter nach Belch. Ich würde sagen, das kann man so machen, oder? So. Dann braucht Belch jetzt erstmal einen Güterbahnhof. Okay, mal ganz kurz überlegen, wie machen wir das? Wobei, wir können auch erstmal uns hier an die Strecke versuchen. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, weil ich habe einen trockenen Hals. So. Ich möchte nicht die ganze Zeit ins Mikrofon reinhusten, das will, glaube ich, keiner. Also, wir könnten zuerst mit den Gleisen anfangen. Dann würde ich sagen, ja, wie herum könnten wir denn fahren? Eigentlich so und hier praktisch mit einer Brücke einmal drüber. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Wir können ja schon mal die Brücke vielleicht hinscht, wobei. Ja, doch, vielleicht eher so auf diese Seite, ne? Denn hier haben wir auch noch einen Berg und alles. Wobei wir hier eh wieder zurück müssen in die Richtung. Ja, ich würde sagen, nehmen wir doch diese Seite. Mal gucken, wie wir hier rauskommen mit den Gleisen. Nehmen wir mal hierfür. Oh, 100 km/h. So, wir brauchen einen gewissen Weg, um hier hochzukommen. Also würde ich sagen, setzen wir mal hier die Brücke an. Und nehmen mal, ne? Ja, die würde mir gefallen. Die Frage ist, kommen wir auch direkt hier hoch? Tatsache. Dann machen wir das auch. Kommen wir auch mit dem anderen Gleis hier rein? Nee, leider nein, leider gar nicht. Aber okay, brauchen wir eigentlich erstmal auch nicht. Was wollen die denn noch haben? Nahrung. Naja, kümmern wir uns wann anders mal drum. Okay, dann sind wir hier einmal drüber. Ja, das passt noch. Bisschen zurück. Ja, ich würde sagen. Gerade, oder? Naja, wobei, so hat es mir doch etwas besser gefallen. Und hier das Ganze aufgeschüttet. Und dann machen wir es hier mal zweigleisig. Okay, so. Dann würde ich sagen, hangeln wir uns einmal hier so entlang. Habe ich die neuen Tunnelportale? Ah, nein, ich habe noch keine neuen Tunnelportale installiert. Leider, leider.
Hier könnte man natürlich schon mal einen Bahnhof hinsetzen. Und da schon mal durchgehen, provisorischerweise. Gebäude. Güterbahnhof, Durchfahrtbahnhof. Nehmen wir mal die 240 Meter und dann dreigleisig. Dockst du hier an? Nee, dann brauchen wir erstmal eine Straße, denke ich mal. Nehmen wir mal die ländliche hier. Ja, die Straße dockt nicht an. Jetzt den Bahnhof. Na, wie wäre es denn sinnvoll? So, ne? Okay, plätten wir uns noch ein bisschen Erde. Das halbwegs nach was aussieht. So. Jetzt schon mal den Güterbahnhof dahin. Ja, eigentlich ja, noch ein bisschen gedreht. So wäre es sinnvoll, denke ich mal. Gleise. Und jetzt können wir da eigentlich auch schon direkt rein. Das können wir auch aufschütten. So und so. Machen wir mal hier eine Weiche, einfach weil wir es können und schöner und es dann schöner aussieht. Und dann bräuchten wir hier noch eine Weiche. Jawohl. Und dann würde ich sagen, nehmen wir ab hier mal, nehmen wir hier dieses dunklere Gleis. Aber ruhig mit 100 km/h. Wobei jetzt wäre es vielleicht sinnvoll zu überlegen, wo kommt der Güterbahnhof von Belchin? Gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht hier so. Auf jeden Fall irgendwo außerhalb und dann fahren wir mit den LKW rein. Ich würde sagen, hier so in etwa, weil wir dann theoretisch auch das hier dann ganz gut da anschließen können. Ja, das machen wir mal so. Dann nehmen wir dafür auch mal, ja, nehmen wir mal die drei Gleise. Ich würde sagen, so ist ganz gut. Schließen wir dich an. So. Ich brauche ein Gleis. So. Und dann müssen wir jetzt hier einmal die Kurve machen. Und hier nehmen wir mal ein bisschen langsameres Gleis, nehmen wir mal die 70.
So, dann hätten wir das auch schon angeschlossen. Dann bräuchten wir hier einen LKW-Port. Gebäude, ja, aber erstmal zu den Straßen hin. Gebäude und diese Dinger hier. Wie wär's mit dir? Nehmen wir mal direkt ein bisschen Asphalt. Damit das auch ein bisschen nach Wasser aussieht. Belsch Transfer. Okay, Signale. Nehmen wir mal hier unsere HL-Signale. So. Zack. Zack und zack. Ach, die Straße. Machen wir mal einen Bahnübergang. Ja, das ist. Naja, nee. So vielleicht? Nee. Dann machen wir das einfach so. Und nehmen uns hier mal eine hübsche Brücke. Ja, die haben keine Pfeiler. Nee. Warum stellst du die Pfeiler auf die Gleise? Okay. Ja, die wäre auch mal wieder was. Haben wir ziemlich selten bisher. So, und so. Jawohl, dann machen wir mal mit den Signalen weiter. Hier vorne ist Einfahrt in den Bahnhof. So, dann hier einmal im Tunnel. Hier noch mal. Ja, sagen wir mal hier. Und dann vor der Weiche. Und dann einmal hier hin. Wobei, ergibt das Sinn? Ja, doch, müsste eigentlich klappen, ne? So, einmal von hier hin nach. Dahin. Das ist falsch. Das war der LKW-Port. Hierhin. Funktioniert auch zweigleisig und das ist dann Belsch Treibstoff. Dann machen wir mal noch die LKW-Linie. Gebäude. Und nimm mal das Ding hier und wo musst du abladen? Hier. Weil ich glaube, das LKW-Port
Das Teil hier vorne reicht eigentlich schon aus von der Abdeckung her. Belsch, LKW, Treibstoff. Haben wir irgendwo ein Depot? Da haben wir eins. Kommen wir von hier nach Belsch? Hier einmal so die Straße runter. Dann einmal hier hin, durch die Stadt und dann dahin. Okay, ist mir ein bisschen zu viel Umweg, aber das, ich mache das immer ganz gerne, so ein LKW-Depot nehmen oder ein Depot generell nehmen von weit weg, damit wir noch ein bisschen mehr dazu gezwungen sind, Straßeninfrastruktur zu bauen. Nehmen wir mal. Was passt denn hier hin? Nehmen wir das. So. Und jetzt einmal. Nee, Moment. Wo ist denn hier überhaupt eine Straße? Hier vorne. So, und dann einmal hier oben hin. Huch. Da. Mit der Maus was gerutscht. Nicht abstürzen, Spiel. Solche Manöver mit der Straße hasst Transport Fever. Nee. So. Dann können wir hier vorne uns einfach LKWs kaufen. Hier. So. Zuglinie ist gemacht. Dann fehlt uns eigentlich jetzt nur noch der Zug. Haben wir hier irgendwo ein Depot? Warum sind diese Gleise hier nicht angeschlossen? So. Jetzt kommen wir von diesem Depot praktisch hier hin. Hier hin, hier hin, hier hin. Und dann machen wir hier im Tunnel eine Abzweigung. Wie gesagt, das ist einfach nur, um mehr Infrastruktur zu bauen. So, und dann irgendwo hier rein. Die Weiche sieht okay aus. Oder? Ja.
gibt es noch ein Signal. Hier gibt es eins. Hier gibt es eins. Dann stellen wir dich mal weiter hier nach hinten hin. Und dich ebenfalls hier hin. So. Ja, dann wäre es schon sinnvoller, wenn das Signal dann auch hier hinkommt. Und hier lasse ich es mit den Signalen. Dann einmal kurz speichern. So. Und dann würde ich sagen, achso, hier steht auch übrigens nochmal so ein Fernsehturm. Ne? Ich habe so ein paar von diesen Funkmasten einfach immer mal wieder verteilt. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gezeigt. Und dann kaufen wir uns einen Zug. Moment. Zack, einmal den da und hier auch. Und jetzt nehmen wir uns mal eine E-Lok. Einmal bitte. Cargo. Gut, die wären natürlich was, aber die sind britisch. Treibstoff. Oh ja, die würde ich gerne haben. Meter, da geht noch was. Welch Treibstoff? Du kommst schon mal auf die Linie. So, was nehmen wir noch? Ja, die 100 km/h würde ich schon gerne auf der Strecke haben. Na, das ist mehr so Verschub für mich. Ja, nochmal ein Taurus. Ein Railjet vielleicht nicht unbedingt. Oh, auch hier so eine 145. Aber bei 145 ist ja Personenverkehr, oder nicht? Oder? Ich weiß es doch, die Beregio, dann ist das mehr so Personenverkehr. Oh ja. Eishockey Frankfurt. Oh, hier in diesem Tannengrün. Ich liebe ja diese Lokomotive in einem Tannengrün. Cargo. Würde ich sagen, nehme ich mal ein paar von euch. Oh, wobei, die Lok ist so alt. Da können wir auch jetzt. Diese Wagen hier nehmen, die passen ja dann doch irgendwie vergleichsweise ganz gut. Nehmen wir noch ein paar von denen. Eine hiervon. Ein paar davon. Belch Treibstoff. So, den gucke ich mir sehr gerne noch hier mal an. Na, Moment. So, und Kameratool. Wahnsinn, oder?
Herrlich. So, und die macht sich dann hier praktisch jetzt auf den Weg. Wir drehen uns einmal. Hallo? Da. Nee, keine Ahnung, wo wir sind. So, hier ist dann unsere Lok. So, die fährt dann einmal hier lang, praktisch auf diese Strecke und kommt dann, also die Strecke befährt die Lok jetzt nur einmal, dieser Zug hier, und dann wird hier abgezweigt. Ich würde sagen, mit dem Kollegen fahren wir noch mal ein paar Meter mit, drehen ihn aber. Nee. Das ist nicht das, was ich wollte. Definitiv nicht. Dann machen wir das wie folgt. Hier kommt noch eine zweite Lok einfach hinten dran. Die Lok macht schön Musik. Sehr schön. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, funktioniert das Ganze? Kommt Hessen-Eck mittlerweile Treibstoff? Nö, immer noch nicht. Komisch. Warum nicht? Der LKW-Port ist richtig gesetzt. Ah, okay, jetzt. Gut, der Treibstoff muss natürlich erstmal hier ankommen, ne? Das ist klar. Die Schiffe brauchen ja Ewigkeiten, bis die hier sind. Aber so, jetzt ist auf jeden Fall, jetzt wird hier auf jeden Fall Treibstoff abtransportiert. Das ist schon mal gut. Hast du schon was dabei? Ja. So. Und dann, sobald halt der Kollege hier vorne hier ankommt, müsste Treibstoff auch automatisch hier rüber geschifft werden für unseren Bahnhof. Damit wir auch hier dann irgendwann Treibstoff bekommen. Was wir natürlich machen könnten, weil es uns ja nichts kostet. 67. Ah. Ich meine, hier wird ja genug produziert eigentlich. 32. Und du bist, ja, ganz gut gefüllt.
Hier sind fast so viele Schiffe. Ja gut, wir spielen ja eh nicht wirtschaftlich, von daher ist das egal. So, hier der Bahnsteig ist jetzt nicht gerade überlastet. So, wie sieht es bei dir aus? Ganz leicht im Minus. Hast du was dabei? 31. Und hier sind 151. Wo ist das nächste Schiff? Da. Und da. Und da. Und du bist der Erste, der sich praktisch wieder auf dem Rückweg macht. Würde ich mal sagen. Kaufen wir jetzt noch ein paar Schiffe. Die müssten auch hier, glaube ich, jetzt rauskommen, ne? Oder? Nee. Wo kommen die denn raus? Haben wir noch andere Werften? Ja, hier vorne ist noch eine. Ah, Tatsache, die kommt hier vorne raus. Ja, okay. Was auch immer. Wir können uns ja trotzdem hier noch ein Schiff kaufen. Hier. Treibstoffschiff Hesseneck. Okay, so, was habe ich noch gemacht? Beziehungsweise was kann ich auch vorstellen? Ich habe noch ein paar Assets geladen. Habe ich sie gerade nicht schon gesehen? Nee. Mal gucken, wo sie sind. Was ist das? Ah, genau das. Genau das habe ich gesucht. Wir haben hier nämlich so ein paar Sportanlagen. Hier haben wir... Ich positioniere das einfach mal hier hin und dann gucken wir uns das mal an. Also Paintball, hier haben wir ein Schwimmbad. Ich weiß nicht, ob das mit dazu gehört. Ich mache es einfach mal hin. Ein Skatepark. Restaurant 2. Restaurant. Da waren, glaube ich, noch mehr. Ich muss mal hier gucken, unter welchem Reiter die Assets zu finden sind. Nee, auch nicht. Nope. Das sind Bäume. Da. So, was haben wir noch? Bowling. Burger. Burger 2. Kabarett. Oder Kabarett. 3D-Kino. Ein Fußballfeld. Golfclub. Ein Grill. Karts. Das hatten wir schon. Pub. Ein Restaurant hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Und ein Tennis Court. Können wir nicht konfigurieren? War da was? Standalone Original. Wow. Ja, hat was. Hier vorne ist 3D-Kino. Können wir dich konfigurieren? Basement Original. Die Restaurants, was hatten wir hier? Hier war diese Anlage. Paintball. Können wir hier was einstellen? Nein. Hier vielleicht? Ja, diese Kartenanlage ist echt cool, die gefällt mir. Okay, da kann man nichts einstellen. Ja. Ich würde sagen, gut, das reiße ich jetzt natürlich gleich alles wieder ab, aber das werden wir dann alles irgendwo noch hinstellen. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.